die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Nicht. So viele Blätter. Ah, da ist der Gärtner. Und kaum habe ich sie zusammengerecht, sind schon wieder welche da. Und da ist der Premierminister. Aber keine Prinzessin. Vielleicht ist sie im Schloss. Ich bin hier drüben. Oh, wohl doch nicht. Wo steckst du? Im Gebüsch. Du liebe Zeit, wo denn? Hier. Oh, hallo, Schlampe. Hallo. Was ist das? Das ist mein geheimes Geheimversteck. Hier kann mich niemand sehen. Ich bin ganz versteckt. Aber ich brauche noch ein Dach für mein Geheimversteck. Und warum brauchst du das? Morgen, Prinzessin. Man kann mich trotzdem entdecken, weil alle Erwachsenen so groß sind. Ahoi, Prinzessin. Admiral, wie kann ich mir ein Dach bauen? Ein Dach, hast du gesagt? Trag doch einfach einen Hut. Nein, ich brauch keinen Hut. Der hilft mir auch nicht. Wie kann ich ein Dach bauen? Na ja, Dächer sind eine verzwickte Sache. Ja, sehr, sehr verzwickt. Ich weiß schon. So. Na, Prinzessin, wie läuft's denn? Komm und schau mal. Das ist ja toll, Prinzessin. Ja, oder? Jetzt ist es gemütlich und es regnet nicht rein und niemand kann mich mehr sehen. Das ist das allerbeste Geheimversteck, das ich kenne. Ich glaub jetzt wohl nicht hier drin. Sieh. Ich ziehe es in mein geheimes Geheimversteck. Wie? Und ihr findet mich nicht. Das ist schön. La 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 la. Oh, es war doch so schön sauber. Ich brauche einen Besen. Ich brauche einen Besen. Mein Boden ist ein bisschen schmutzig. Na sowas. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Dankeschön. So. Was? Oh. Was ist denn da los? Ich habe alles weggekehrt, aber wenn ich wiederkomme, ist schon wieder alles voll. Ach ja, sowas kenne ich. Die Blätter fallen genau in mein geheimes Geheimversteck. Na ja, weißt du, so langsam kommt der Herbst. Der Herbst? Ich will aber nicht, dass der Herbst kommt. Ja, so ist das nun mal mit den Jahreszeiten. Die Schwalben fliegen zum Überwintern in den Süden und die Blätter werden gelb und fallen von den Bäumen. Aber mein schönes Geheimversteck. Du kannst doch im nächsten Jahr ein neues Geheimversteck bauen. Mir gefällt aber das, was ich jetzt habe. Es ist das beste Geheimversteck auf der ganzen Welt. Oh. Oh, weg mit euch. Husch. Die Törtchen zum Tee, Majestätin. Die sehen aber lecker aus. Ich will, dass der Herbst aufhört. Dass er aufhört? Ja, ich mag ihn nicht. Da fallen die ganzen Blätter in mein geheimes Geheimversteck. Aber den Herbst kann man nicht aufhalten, Püppchen. Hast du's versucht? Naja, nein. Woher willst du's dann wissen? Oh.
Ah, für mich bitte Milch und 2 Löffel Zucker. Danke verbindlichst. Was hast du denn, Prinzessin? Immer mehr Blätter werden gelb. Ja, es wird Herbst. Hier wird es aber nicht Herbst. Wo ist sie denn? Ah! Fertig. Oh, jetzt sind die Blätter gar nicht mehr gelb. Ja, sie sind wieder grün. Und grüne Blätter fallen nicht runter. Jetzt haben wir... Oh. 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 Ich bin dran. Ich bin dran. Du hast deinen Zug schon gemacht. Ich brauche Klebeband. Klebeband? Ich hab keins. Die Blätter sind grün, aber sie fallen trotzdem. Du bist auch grün. Ja, die wachsen Hallo. Sehr gut. Ja, ich bin's. Ach, liebe Zeit, was es nicht alles gibt. Ich brauche Klebeband. Ah. Hallo, Prinzessin. Wozu brauchst du es denn? Ich will den Herbst aufhalten. Das geht nicht. Man muss der Natur ihren Lauf lassen. Aber sie sollen mein Versteck in Ruhe lassen. Oh je. Mal sehen, ob ich dir helfen kann. Das kommt dahin. Au! Und das kommt dahin. Oh. Und das kommt da unten hin. Und das dahin. Schaut, kein Herbst mehr. Was ist das Problem, Prinzessin? Wie soll ich mich denn in meinem geheimen Geheimversteck verstecken, wenn dauernd die Blätter runterfallen? Oh! Muss man die Natur machen lassen, was sie will? Tja, manches kann man etwas hinauszögern. Oh. Das sind aber große Blätter. Hui, das ist ein ausgezeichneter Kohl. Krieg ich was davon? Aber natürlich. Das wird heute eine ganz köstliche Beilage zum Abendessen. Bevor du sie kochst, meine ich. Hä? Fertig. Du musst ganz schön müde sein nach so viel Arbeit. Den Herbst aufhalten ist ganz schön anstrengend. Das glaube ich. Morgen spiele ich wieder in meinem Geheimversteck den ganzen Tag. Hier geblieben! Halt! Mein Hut! Ideales Wetter zum Wäschetrocknen. Prinzessin, wo willst du denn hin? Zu meinem geheimen Versteck. Ah, bleib da! Ein Taifun! Die Luken schalken! Nein, Schlamper! Schlamper! Lass sie in Ruhe! Oh, lass Nessie! Sie in Ruhe. Oh, Nessie! Nessie! Oh nein! Oh je. Ich kein Geheimversteck mehr. Ich glaube, den Herbst kann man nicht aufhalten. Prinzessin, ich glaube, da hast du recht. Oh, oh,
Aber wozu sind die Blätter dann gut, wenn sie nicht mehr auf den Bäumen hängen? Lampe, Licht, aber... Schon gut. Du siehst ja ganz fröhlich aus. Vermisst du dein Geheimversteck nicht? Ich kann noch was viel Besseres spielen. Was denn? Das, was man nur im Herbst spielen kann. In große Blätterhaufen hüpfen. Schlampe, du springst ja ganz schön hoch. Der Herbst ist toll. Die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Da sind wir wieder. Und kein Wölkchen am Himmel. Ein herrlicher Tag, um mit Freunden zu spielen. Das ist aber ein seltsames Geräusch. Es kommt aus dem Zimmer der kleinen Prinzessin. Was sie wohl macht? Hallo, Prinzessin. Tut das gut, wenn du dich kratzt? Oh, und wie? Machst du das schon lange? Schon den ganzen Morgen. Au. Musst du dich denn immer noch kratzen, Prinzessin? Weißt du, ich glaube, du hast Läuse. Läuse? Was sind Läuse? Das ist kleines Ungeziefer, das sich manchmal in den Haaren einnistet. Irr. Und dann juckt der Kopf. Aber ich kann keine Tierchen in meinen Haaren haben. Wir haben sie gestern Abend gewaschen. Weißt du, jeder kann Läuse kriegen. Kaum hat sie der eine, kriegt sie der andere auch. Und je sauberer die Haare sind, desto besser gefällt es ihnen da. Nein, 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 nein. Ich hab aber kein Ungeziefer. Läuse. Die auch nicht. Mich juckt es nur ein bisschen. Na gut, wie du meinst. Aber ich sehe lieber trotzdem mal nach. Prinzessin! Prinzessin! Du musst dich nicht verstecken. Ich will nur mal nachsehen. Bist du das, Prinzessin? Ist die weg? Ja, ich glaube, die Luft ist rein. Gut, dann kann ich jetzt spielen. Wer spielt mit mir? Hallo. Hallo. Oh. Juckt es dich, Prinzessin? Nein. Oh, na dann. Willst du ein Wettrennen machen? Oh, aber natürlich. Für ein Wettrennen bin ich immer zu haben. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Auf die Plätze, fertig, los. Ich hab dich schon überall gesucht, Prinzessin. Oh. Und jetzt lass uns mal auf Läusesuche gehen. Läuse? Oh, nicht wie weg hier. Daran bist allein du schuld. Ach komm, Prinzessin, ich will nur mal kurz gucken. Aber wir machen ein Wettrennen. Ich will nicht, dass er gewinnt. Warte auf mich! Brumm, brumm. Prinzessin! Brumm. Oh.
Premierminister, wo bist du? Ich weiß was. Admiral, willst du mit mir spielen? Admiral! Admiral! Steuerbord voraus, Premierminister. Ich sehe Läuse. Was machen wir denn da? Das einzig ehrenhafte, Premierminister, ist ein besseres Versteck zu finden. Guter Plan, aber zuerst müssen wir den General warnen. Juckt es immer noch so arg, Prinzessin? Nein, ich habe keine Tierchen in meinen Haaren. Verstehe. Ja. Hopp. Oh, hallo, Prinzessin. Darf ich auch in deine Springen spielen? Ja, selbstverständlich, aber ich bin wahnsinnig gut, weißt du? Ich darf anfangen. Alles klar. Passt du genau auf? Mhm. Nehmen Sie Reis aus, wenn Sie keine Läuse kriegen wollen. Läuse? Jetzt bist du dran. Prinzessin, ich habe meine Meinung geändert. Aber du springst doch immer so gern. Das stimmt. Ich habe nur, Was? Spring, Nessie! Das war aber ein Supersprung. General! Hallo! General? Wo seid ihr denn alle? Was machst du denn jetzt, Prinzessin? Weiß nicht. Ich will, dass jemand mit mir spielt. Ist mir egal, wer. Prinzessin! Naja, passt egal, wer. Komm mit, Prinzessin. Na, komm jetzt. Ich habe aber keine Tierchen im Haar. Läuse. Und die habe ich auch nicht. Mich juckt es nur ein kleines bisschen. Dann kannst du mich ja nachsehen lassen. Unter Matrosen kommt das immer mal vor. Auf einem Schiff lässt sich das gerne verleisten. Die Sache sehr zu leben in der See. Wir wollen doch nicht, dass sie uns hier findet. Schnell die Prinzessin Tür zu. Na, na, schon gut, mein Schätzchen. Man muss sich nicht schämen, wenn man Läuse hat. Ich würde gern wissen, wo du die überhaupt her hast. Die habe ich von ihm. Hunde haben Flöhe. Läuse werden meistens von Mensch zu Mensch übertragen. Ach, und was ist schon dabei, wenn du Läuse hast? Du bist und bleibst trotzdem mein tapferes kleines Püppchen. Aha! Was? Eine Laus. Zeigen Sie mal her. Da, sehen Sie? Oh ja, sehr interessant. Ich will keine Tierchen in meinen Haaren haben. Sie sind harmlos, aber sehr, sehr lästig. Oh ja, sehr, sehr lästig. Sehen Sie die kleinen Beinchen? Und die vermehren sich so schnell. Ich will keine Tierchen in meinen Haaren. Dann müssen wir sie schnell loswerden, Prinzessin. Weißt du, wie das geht? Aber natürlich. Und Schlampers Flöhe kriegen wir auch los. Also ab in die Badewanne. Mach dir die Haare tüchtig nass, Prinzessin. Du auch. Nur deine Haare, nicht das ganze Badezimmer. So, das ist ein Spezialshampoo, das die Läuse ganz und gar nicht mögen. Und dann fallen die Tierchen alle raus. Oh, Schlamper! Und jetzt kämmen wir die Läuse raus. Wiedersehen, Tierchen. Kommt ja nicht wieder her. So, keine Läuse mehr. Und Schlampe hat keine Flöhe mehr. Komm mit, Schlampe. Wir sagen den anderen gute Nacht. Ich sehe immer noch niemanden.
Ja, wo stecken denn alle, Prinzessin? Ich weiß nicht. Hallo! Was ist das für ein Geräusch? Hm? Es klingt, als würde sich irgendjemand kratzen. Und es kommt von da drüben. Das juckt vielleicht. Und wie? Wir wollen doch nicht, dass die Prinzessin uns findet. Ein Biest. Uiuiuiui. Oh. Warum müsst ihr euch denn alle kratzen? Es juckt nur ein bisschen. ja, nur ein bisschen. Ja, ist nichts Schlimmes. Wie ich's gesagt hab. Läuse gehen von einem Kopf zum anderen. Genau wie Flöhe. Habt ihr jetzt alle Tierchen? Oh. Oh je. Ach. Oh je. Genau wie seinerzeit bei der Marine. Ich will keine Läuse haben. Ich armer König, wie das hier. Oh, das ist doch kein Grund zu jammern. Shampoo. Und jetzt? Auf die Plätze. Fertig. Kommen.